So, gleich wieder zurück hier bei Let's Play Resident Evil Zero. Wir haben uns jetzt gerade hier vertraut gemacht mit dem Partner Billy Cohen, der 26-fache, 23-fache Mörder. Aber wir sind auf ihn angewiesen, wie man im vorigen Teil mitbekommen hat. Das macht also erstmal gar nichts, was der für Taten begangen hat. Angeblich. Angeblich ist er, aber er ist verurteilt, also wird es da schon irgendwo stimmen. Ach, da ist die Leiter. Leider geil. Leider Ich geil. hätte jetzt mal gerne eine Karte vom Zug. Das ist blau, ich verstehe nur nicht, was blau ist und Ist sie nicht erklärt, gell? Das ist was nicht komisch. blau ist. Geh nur mal kurz zurück. Auf der Kartenmäßig. Ach so, die Ob andere das Ding Karte. nochmal drauf war? Ein Farbband. Ach, guck, klingt immer noch. Ja, da liegt ein Farbband drin, aber ich weiß halt nicht, ob das beim anderen auch drin liegt dann, weißt du? Das Nee, ich interessiert glaube schon, dass mich. es an dem Ort bleibt dann direkt, aber. Ja gut, das bringt mir ja nichts, wenn ich nachher Ja, vom das ist Zug halt weggehe. Sie schwerer. scheint aufs Dach zu Schwerer. führen, Leiter Schwieriger. hochklettern. Ajo. Ajo. Ja, das kann nicht sein, da Das gibt's Leben ist kein bestimmt Ponyhof. eben, da gibt's aber bestimmt noch Kisten, aber vielleicht im Zug nicht, weil die das nicht rechtfertigen hätte können, warum im Zug so eine Kiste stehen muss. Du meinst, die haben auch mal nachgedacht, ist ein bisschen Logik. Ajo, Kelly. Ach du Scheiße, muss ich mich jetzt hinhocken, weil da irgendeine Scheiße kommt, oder was? Ja, nee, weil hier zugegen bin und Regen und Michael Jackson. Michael. Der Michael. Jackson 5. Da ist was Strobiges. Das ist nicht so gut. Sie Stromkabel wurde rausgezogen, Kabel wieder einstellen. Ach, geil! Jetzt ist unten die Tür auf. Stimmt, ja. Also Der das mit Schleim ist dem. irgendwie komisch, gell? Das mit dem Schleim. Oh, leck. Ja gut, du musst aber die Emotionen auch ein bisschen abgeben, gell? Ja, klar. Jetzt muss ich wahrscheinlich mit ihm von draußen die Tür aufmachen, weil sie dann mal rauskommt. Der Dienstaufzug steht auf der ersten Etage. Dienstaufzug hoch. Stimmt, weil sie so klein ist, vielleicht kannst du irgendwie. Ich will nicht wissen, was da jetzt kommt. Hallo? Objekt hier ablegen, nein. Aber ich finde noch irgendwas hier. Schlüssel oder sowas. Ja, Schau ich mal wahrscheinlich. um. Ach, da blinkt. Oh, leck! Was ist denn Was los? geht hier jetzt ab? Ah, die Zugschlüssel. kannst du ablegen vielleicht. Den muss ich bestimmt hochschicken, weil er hier nicht rein und sie nicht rauskommt. Warte mal, ich komme hier nicht raus. Ah, doch. Nee. Es steckt etwas im Schlüsselloch. Darum lässt sich der Griff nicht drehen. Könnten Sie es herausbekommen? Ach, Das Messer wahrscheinlich feststecken. muss er was reinlegen, ja. Mit dem Auf jeden Schlüssel in Fall dem Messer und anders. kann ich mit ihr jetzt nichts mehr machen, deshalb change ich mal auf den Kollegen. Das ist ganz zurücklaufen, wenn man sich da reinspringen. Wenn Ich du reinspringen, dann kannst du das konnte Messer nicht mehr. nehmen. Weißt du nicht? Kannst du mal. Hat der ein Hast Messer? du noch ein Messer? Kommen Sie da nicht ran. Geradeaus weiter. Weil wo führt denn der Aufzug? Wo führt denn der Aufzug hin? Muss das alles zurückgehen? Wo führt hier der Aufzug hin? Ja, mit Sicherheit aufs Dach. Ja, muss ich ein bisschen holen, ne? Muss er wieder runtergehen vielleicht. Aber wo führt denn dann der scheiß Aufzug hin? Ist der Zug 2 Etage? Ja klar, ja, hast du wir gesehen, konnten gell? ja vorhin hochlaufen. Und da muss er das Messer reinlegen, 100 pro. Dann kann sie nämlich doch ran. Oder er stoppt Aber wieder weißt du, auf. was ein Fail ist? Was? Der Zug fährt. Ja, der hat doch gesagt, wir müssen einen Triebwagen finden jetzt. Ja, aber wie kann der Zug fahren sein? Wir sind da eingestiegen, als der gestanden ist. Das ist ist. vielleicht von Michael, ich weiß nicht, aber sie hat doch irgendwas erzählt. Ja, da habe ich gerade, glaube ich, nicht aufgepasst. Also. Alter Schwede, haben die echt was erzählt?
Ja, er ist ein bisschen losgefahren und er hat gemeint, wir müssen den Triebwagen jetzt finden. Stimmt, da hat sich ein Bewegungssetz. Schau mal, da ist hier irgendwo was. Geh mal an die. Ah, ich muss auf jeden Fall runter jetzt. Vielleicht kannst du dich wieder runter. Was habe ich denn? Bumpe. Nee, die Tür war ja von der anderen Seite verschlossen. Nee, von unten meine ich. Die untere Tür. Hätte ich auch noch eine? Noch weiter weg, mein Schatz. Ich hole also erstmal sie wieder, runter, oder? Ja, klar, aber du musst ja wieder in die andere Richtung laufen, oder? Ja, da müsste ich eigentlich jetzt die Treppe wieder geradeaus. Jetzt müsste ich da rein. Theoretisch. Um wieder zur Rebecca zu kommen. Stimmt, ja, ist recht. Weil die steht dahinter. Hä? Steht, aber... Jetzt schau doch mal die Tür da unten mal an, dann brauchst Spaß. Ja, dann muss ich vielleicht doch da rein, da stimmt der Aufzug. Ja, eben, oder? Ja, dann muss ich doch da rein. Da könnte was dran sein. Kann der sich auch so drehen? Na ja, Kerle. Ja, Alter. Gut, jetzt macht's irgendwie Sinn. Bei der Küche. Ich hab übelst keinen Bock. Was ist das hier für eine Rotze? Ja, ich weiß, ich brauche für alles irgendein Werkzeug. Riesengroßer Kühlschrank. Ist bestimmt ums Eckgestalzer, ja. Kann ich jetzt das Messer reinlegen. Da lege ich jetzt das Messer rein und die kann dann mit dem spitzen Gegenstand, kann sie sich dann die Tür frei machen, ne? Ich finde es aber irgendwie interessant, auch wenn ich es, glaube ich, richtig schwer finde. Das Buddy-System. Das ist aber war, oder? Was? Zu groß? Zu groß. Der muss den Schlüssel ablegen. Aber den habe ich doch nicht, den hat er. Ja, aber sie ja eben, sage ich ja. Und warum? Wie viel ist die Tür unten drunter? Meinst du, die hinter ist zu? Ist sie nicht zu? War ich noch nicht. Alter. Von der anderen Seite verschlossen. Moment. Von der anderen Seite verschlossen? Ich stand da gerade da. So, sie ist da oben, kommt hier nicht raus. Er ist da unten, kommt hier nicht weiter. Ganz links. Oh, Alec, das wäre fies, wenn ich jetzt einmal durch den Zug muss. Ja, vielleicht musst du trotzdem durch den Zug, aber fährt mit Schlüssel. So oder so. Ja, das kann sein. Und dass ich dann da was Spitzes finde und die halt erst später holen kann wieder. Dann wechseln wir mal. Aber dann gebe ich ihm noch ein bisschen Munition mit runter und so. Ein bisschen vielleicht, stimmt, ja. Na, ich hoffe, dass ich das wieder splitten kann, weil die hat sich ja gestackt. Ach so. Das wäre halt scheiße. Na ja, gut, dass das Messer echt stärker ist, dann haut er vielleicht mehr rein. Warum ist ein Messer zu groß? Ja, ist eben der hohe. Tja. Aber egal, da haben wir uns bei Resident Evil 1 schon drüber unterhalten. Hier muss man ausrüsten, fällt jetzt echt so ein riesiges Machetending. Ja. Wieso dauert das gerade so ewig? Die Ladezeiten von dem Spiel sind richtig lang. Stimmt, ja. Irgendwie ist mir auch aufgefallen. Check this. So, wie viel Platz hat der? Der hat auch 6, aber der hat 15, 15. Das reicht erstmal und ich hab ein Kraut. Ja, also. So, dann gehen wir halt mal. Nochmal zurück, oder? Ja. So. Nach vorne durch. Da wird jetzt kein Zombie mehr kommen, hoffe oder ich. Ah, doch, da hat sie vorhin. Die war die auch verschlossen? Ja, von der anderen Seite. Oben auch? Ja. Oh, Scheiße. Gut, das ist anders. Ah, vielleicht ist jetzt ein Zugführerschlüssel vielleicht. Das außerdem hast du doch. What the? Weißt du nicht, vorhin auch diese komische E-Tür jetzt geöffnet im Strom? Da lebt noch einer. Wie viele Zombies, Mann! Oh, ne. Ja doch, du hast doch vorhin die Tür jetzt geöffnet, weißt du? Bitte? Der, wo du erstmal ihn getroffen hast. Da war doch so eine Tür, diese neben der kaputten Leiter. Ja, stimmt. Die ist jetzt offen, vielleicht musst du da durch und dann irgendwie... Stimmt, die ist jetzt grün, weil ich den Strom wieder... Und was war hier nochmal oben? Weil da war doch auch... Das war oben nochmal. Nix, da war ich überall schon drin. Ja, test doch mal, geh mal hoch die Treppe, ich will das jetzt zu verlieren. Da
Doch, das war doch das, wo ich mit ihr das erste Mal oben war. Schleim, gell? Ja. Kann er sie durchlaufen, weil er schwerer ist und keine Angst hat? Kann ich das vielleicht mit dem Messer zerschnetzeln? Würde es mir mal interessant. Oder muss, mal aus. Oder muss ich das anzünden? Nö. Ne, die anderen Eier. Ja, ja, aber da ist ja auch eine Tür. Siehst du? Doch. Da ist doch auch, oder ist das Nein. Fenster? So vielleicht. Das heißt, da gibt's eine andere Lösung nachher noch. Alter, das ist echt, nicht einfach. Also ich muss voran den Zug, da war eine grüne Tür, wahrscheinlich muss ich den Zug zum Halten bringen. Muss man das suchen vielleicht. War das ein anderer Schlüssel? Ah, den habe ich da in der Tür drin gefunden. Stimmt, wir haben den einen Schlüssel ja schon weggelegt. Jetzt das ist genau, jetzt wird ein Schuh draus. Da baumelt mir der Arm zu arg. Oh, yes! Du lebst aber nicht mehr. Das wollte ich gerade überlegen und habe so gedacht, so, Sprutzel, Sprutzel und der Wurzel. I like trains. Ach, Kerle, was lachst du? Herrlich. Herrlich. Ich kann diese Werbung denken, kennst du noch damals diese Cat-Werbung? Psst, hatte schon Regen. Was? Cat, Cola und Beer? Ja, yeah, I like. War ich auch so ähnlich, so. Immer so gestartet mit irgendwelchen Phrasen, die in die Richtung gehen. Jetzt ist aber die Scheißtür wieder rot. Aber du hast das Zugverbot erreicht. Jetzt brauchen wir den nicht mehr, war klar. War praktisch. Da ist bestimmt noch der Conductor drin. Meinst du? Das ist der Conductor. Also der zweite. Ah, die kannst du nicht kombinieren jetzt wahrscheinlich, gell? Nee, er nicht. Er nicht. Wenn da nur Kräuter drin wären, dann wäre das ein bisschen unnötig. Ha! Notiz des Zugführers. Die Schlüsselkarte für die Fahrerkabine steckt wie üblich in meiner Tasche. Doch ich kann das Ding nur mit dem Schlüssel des anderen Kerls öffnen. Scheinbar habe ich ihn irgendwo verloren. Wäre es ein normaler Schlüssel, würde ihn sicher jemand abgeben, doch er ist anders. Anders. Ich suche danach, aber sollten Sie ihn finden, geben Sie ihn zurück. Vielen Dank im Voraus. Okay, also brauche ich dafür zwei Schlüssel für das Vordere. Und es sieht nicht aus wie ein normaler Schlüssel. Dieses Dokument scheint sich in Zugbetrieb zu beziehen. Sie sind über den Schreibtisch und den Boden verstreut. Oh nein. Ah, okay. Eine Tasche. Das ist doch, hat er gesagt, in seiner Tasche. Nein! Opfern. Ein Kraut. Ja, das Rote. Nee, warte mal. Oh, du kannst ablegen, ja, du musst ja nichts mehr opfern, du kannst alles ablegen jetzt. Das ist nichts für Billy, warum kann das dann? Du kannst nicht. Du kannst sie ablegen, du musst dich nehmen. Das Rote, weil das verstärkt nur, ob ich jetzt grün oder rot weglege, ist eigentlich gerade scheißegal. Ja, das stimmt. Ist schon wieder bei 15 Minuten gleich, gell? Akte Dash. Die nackte Dash. So, dann machen wir auf das gute Stück. Ah, ne, oder? So was finden dafür, um das Ding zu öffnen. Rundes Objekt, willst du mich eigentlich verarschen langsam? Ach, schau an, Zugkarte. Ist ja geil, okay. Es geht noch aufs Dach. Wir haben aber viele Räume schon erledigt und da kommen wir nicht durch, da kommen wir auch nicht durch. Wo müssen wir jetzt hin? Und da kommen wir auch nirgends durch, also muss es ja irgendwie weitergehen. Tja. Da und die Jacke ist nichts drin, gell? Da ist ein Schalter umlegen. Ah, geil. Alter Vater. Hab ich Bock jetzt hier hochzugehen? Ich finde es voll krass, ich hab das wirklich. Also wenn du wirklich ein Spiel noch nie gespielt hast, dann ist jeder Augenblick ist dann neu, gell?
Aber es läuft gut, oder? Bis jetzt. Ja, so. Also einigermaßen. Ach, was? Das kleine Kinderbar. Der hat bestimmt in der Bar den Scheißstuhl verloren, hätten. Oh, nö. Das ist der Michael. Stimmt, die Stimme ist so hoch. Ich habe keine Lust, dass der da kommt, aber der... Du musst du tanzen. Der Raum ist so groß. Der Raum ist ein bisschen zu groß für meinen Geschmack. So, das erfahren wir im nächsten Part übrigens. Was sich hier hinter der Tür verbindet, schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Resident Evil Zero. Tschö. Ciao.